Guten Morgen, Leib am Schafod, am Namen Jesu, komm ich nach dir und ich danke dir für deine Leibe. Ich danke dir für deine Güte, ich danke dir auch für diese neuen Tage und ich bete dich, dass du zu uns redest. Macht wieder auch dein Wort verstehen und dein Leben. Ja, von seinem Reich schaffen hat Wort, wie brücke dich, Herr Jesus. Amen. Jeremia, Kapitel 29, von Vers 6, sagt, ich, der Herr, der allmächtige Gott, lasse Israels, warne euch, lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre führen. Wenn sie euch ihre Träume verkündigen, dann hört nicht darauf. Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre herrschen. Und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Seit 70 Jahren wurde ihre Verbannung dir euch Gott. Nicht, dass ihr um 2 Jahre wurde zurückkommen, sondern dann, wenn der Struf tiet an mir, dann wird Gott entgegen dich sein. Dann lasse ich meine Verheißungen in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien, also dort, wie Gott sein Wunsch. Dort in Babylon wäre, dort wie der Fall von ihr sind. Gott will, dort sie Frieden haben, dort sie frei wäre vom Leid. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, sagt er. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wahrscheinlich, also wenn wir nach Gott kommen und haben Beten, dann will er uns erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, da will ich vor ganz Problem. Wer sieht Gott von da, vom ganzen Wort? Der Wort, den wir finden. Der Gott sagt, wenn wir uns vom ganzen Wort sehen, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Ich werde eure Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Zu Gott sage ich, meine Gedanken sind Gott. Mein Wille ist Gott. Ich möchte ihn sehen. Aber ich mag das auch klar. Die Sünde Gott aufwiesen. Dort hat Fallen. Die Fallen musste sie tragen. Sie musste dort erleben. Dort nicht rot sein wir. Macht wieder auch erzählen, wo Gott hat mit uns meint und wörtlich am von ganzen Worte trüßen. Herr, ich danke dir für deine Gedanken mit uns. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir die von ganzen Worte sehen, dass du die Finger lässt, Herr. Dass wir so leben, dass du die an uns erfreien kannst, Herr. Das bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.